willkommen, meine Damen und Herren, zu Hause. Und willkommen hier im Studio bei Fressnaute XXL. Ich freue mich auf meine vier Showhasen, auf meine vier Impro-Musketiere, einer für alle, alle für einen. Aber erstmal alle zu mir. Hier ist Caroline Kebekus, Bürgerhaus Dietrich, Oliver Welke und sie zu mir. Außerdem heute Abend bei uns der Mann, der den Wichser jagt und schon immer für mehr Gehirnzellen im deutschen Fernsehen gesorgt hat, Oliver Kalkofe. So, Oliver und Tietje, die Parzelle ist eure Welt, der Maschendrahtzaun ist die natürliche Grenze. Mit anderen Worten, ihr seid jetzt Schrebergärtner aus Leidenschaft. Kommt einfach mal in die Mitte. Alles könnte ja so schön sein. Es wäre nur gut gewesen, wenn Tietje nicht unbedingt in seinem Kleingarten nach Öl gebohrt hätte. Und das gab natürlich Streit mit Olli. Und diesen Streit, den würde ich jetzt gerne hören, aber Satz für Satz von A bis Z. Altöl habe ich hier nicht vergraben, nicht, dass Sie auf komische Ideen kommen. Das ist neu. Bist du völlig bescheuert, hier nach Öl zu bohren? C4H22M11. Das ist verboten, hier nach Öl zu bohren. Energie wird immer wichtiger für uns. Finden Sie es eine tolle Idee, dass Ihr Öl hier in meine Erdbeeren reinläuft? Geht doch, schmecken wir immer. Hören Sie mal! Wenn ich Sie noch einmal über dieser Grenze erwische, lege ich Sie um! Ich grabe, wo ich will, und das lasse ich mir von Ihnen nicht verbieten! Ja, wenn ich gewusst hätte, dass Sie so groß und dick sind, hätte ich es Ihnen doch längst erlaubt. Nicht? Können Sie schon mal Probe legen, denn gleich sind Sie tot. Lassen Sie bitte meine Schulter los, die ist schon tot. Meinen Sie nicht, dass wir uns irgendwie einigen können? Nein, nur über meine Leiche. Okay, Ihre Leiche? Können Sie haben. Passen Sie bloß auf. Ich kann Judo. Qigong. Nun mach schon, ich kann nicht ewig so stehen. Richtig, ich wollte mal sehen, wie lange Sie das können. Sicherheitsbedürfnis ist nicht so groß ausgeprägt bei Ihnen, was? Tun Sie mir einen Gefallen und treten Sie nicht hier hin. Und was passiert dann? Verflucht, gleich geht die Mine hoch. Warten Sie. Was mache ich denn jetzt? X-Teile, du fliegst in X-Teile, Freund. Japanische Mine, ach du Scheiße! Tschüssi! Kann man wieder Buchstaben weggelassen?